Willkommen zurück zu Avernum und dem wie immer schönen, ja, Formello oder was? Da sind wir nämlich gerade mal wieder. Ja, wir sind mal wieder im Nordosten unterwegs, aber haben einiges das letzte Mal geleistet, nämlich die Spinnenbrut, die Böse, ausgerottet. Und die guten Spinnen haben wir irgendwie, weiß ich nicht, haben wir leben lassen. Für die haben wir Sachen gemacht, haben tolle Sachen gefunden. Zum einen, nämlich eine Brosche. Ganz im Norden ist das hier bei den Arachniden. Irgendeine Brosche. Und die ist wohl wichtig. Schätze ich mal, irgendein krasser Gegenstand. Und wir haben den Turm gefunden von Solberg. Und das soll jetzt auch die erste zumindest Station sein. Mein Gott, haben wir viele Zaubersprüche. Stäbe. Ja, denn es geht in ein Gebiet, das angeblich von Fallen besucht wird, nicht besucht, sondern naja, der Turm im Lava, in der Lava-Kaverne wahrscheinlich oder wie auch immer, der ist, naja, ziemlich mit Fallen gespickt, schätze ich mal. Man wird sehen. Ja, und wir sind mittlerweile was? Wir sind populär, richtig? Natürlich sind wir populär. Populär, ach Gott, es fehlen noch 16 Energiepunkte. Wie heißt das? Erfahrungspunkte, dann geht es hier schon auf zum nächsten Level 17. Also, wenn sich mal ein Gegner bitte erbarmen würde. Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht mehr gegen irgendwelche, ja, gegen irgendwelche Spinnen ran müssen. Gerade welche, die auf Entfernung uns immer angegriffen haben, das war doch sehr unangenehm. Das bitte in Zukunft nicht mehr. Jetzt bitte einfach nur, naja, Feinde, die uns ins Messer springen, da hätte ich richtig Bock drauf. Genau. Ja, und? Nee, danke. Keine. Ach, guck mal hier. Nee, sind gute. Das sind die Lieben. Hier war doch auch irgendwas im Nordwesten, aber da ist sonst nichts. Komisch. Genau, und hier unten müssen wir hin zu dem Turm. Ich würde sagen, das machen wir jetzt mal als erstes. Genau, und mit unserem ersten Drake haben wir uns angelegt. Und wir haben den Kampf, naja, zu unseren Gunsten entschieden. Nicht der krasseste Kampf bisher. Da hatten wir schon. Vielleicht mit den Dämonen, das war übler. Muss man permanent gegenheilen, obwohl hier ja eigentlich auch. Aber egal. Es geht weiter. Denn wir suchen ja diesen einen von den drei Triadenmitgliedern oder eines von dreien. Einer ist für was, eine macht was? Forschung. Er, der eine dort unten, der, wie hieß er noch vielleicht? Der X. Der hat aber, glaube ich, sogar einen eigenen Namen. X ist also falsch. Vielleicht war das wirklich nur ein Platzhalter, sondern sie haben es vergessen. Oder er, der Herr Vogel, hat es vergessen. Und das hier ist der dritte im Bunde. Also der eine lehrt und er hier ist wohl der, der davongelaufen ist. Weil anscheinend Böses im Busch ist mit irgendwelchen Dämonen. Da haben wir jetzt schon zwei kennengelernt, vielleicht gibt es da noch mehr. Ein Dämonenlord. Wenn er allein ist, denke ich mal, haben wir ihn kaputt. Obwohl, dann beschwört er wieder 100.000 Sachen. Aber wird wahrscheinlich eh nicht dazu kommen. Naja, ich bin gespannt. Ganz genau. Der versteckte Turm und der Solberg. Wir sind so langsam. Hallo? Was ist denn jetzt los? Referenz? Okay. Hier kann man wohl nur ganz langsam laufen. Okay. Ah, jetzt geht's wieder. Ah, das fällt mir jetzt auf. Rechtsklick und einzelne Schritte. Und ich renne die ganze Zeit mit dem Turbo durch die Gegend. Ach so. Ja. Was mache ich hier, wenn Quatsch? Ich will natürlich wissen, ob auf der Rückseite irgendwas versteckt ist. Ja, ist doch ganz logisch. Ja, wir waren dort im Westen, haben wir nämlich schon einen Drachenling platt gemacht. Ach, hier ist der Eingang. You are at the base of a small basalt tower, precariously perched at the top of this narrow rock outcropping. The deadly lava bubbles and hisses below. Bubbles and hisses below. The caldera below threatens to eventually consume the stone below your feet at the tower as well. At the base of the tower is a small iron gate. Alles klar. Also wir sind im Boden eines oder am Grund eines kleinen Basaltturmes, der hier Narrow Rock, der hier auf an ja auf einem ja auf einer Felsen auf einer Felseninsel kann man sagen thront. Unten sind die Bläschen und das Pfeifen und Zischen der Lava zu hören. Ja, scheint den Stein zu den Füßen und zu Füßen des Turmes zu verspeisen oder anzunagen. Und es gibt ein kleines eisernes Tor hier am
am Turm. Wir klopfen. You knock on the gate and shout, trying to attract the attention of whoever lives here. Nobody responds to your cries. Keiner antwortet. Okay. Okay, das... Wie, das war's? Kann ich damit interagieren? Reden mit irgendjemandem? Die Antwort ist nein. Ach, guck mal, wie kommen wir denn da rüber? Muss ich aus einem anderen... von einer anderen Region Richtung hierher kommen? Achso, wir öffnen das Tor. As you approach the gate, ach ja, you hear a voice say, password, you respond, disaster, genau. After a moment, you hear a clicking noise from the gate, then it slowly swings open. Ja, ihr kennt das Passwort, disaster, Tür springt auf. Hervorragend. Dreck. Oder zumindest Müll. Hallo? Hallo? This door is locked. Haben wir keinen Schlüssel? Dann müssen wir uns unseren eigenen Schlüssel besorgen, beziehungsweise... Ah, unser Dietrich. Oh, ein Zaubermann. Das ist bestimmt der Herr Solberg. Gibt es hier was gratis? Piercing... Oh, Piercing Sight. Was ist das denn? Unsichtbare Gegner? Piercing Sight. Ein Zauberspruch, den es gar nicht geben dürfte. Okay. So, wir reden mal mit... Was ist da für ein Stock? Staff, not yours. Jedes Mal, wenn da Not Yours steht, denke ich, das ist ein Not Identified, also ein magischer Gegenstand, aber ist natürlich Quatsch. Talking to Solberg, you meet an aging bald man wearing brilliant crimson robes. He holds an oaken staff carved in the shape of a cobra. He's flushed and sweaty, probably because of the intense heat of the lava outside. Ja, ja, draußen extreme Hitze, deswegen ist er so verschwitzt, der gute Kollege. Ein alternder kahlköpfiger Mann. Großartige Crimson. Crimson ist was? Crimson ist rötlich. Rötlich hier oben. Und er hält einen eichenen Stab, der in der Form einer Kobra geschnitzt ist. Boah. Warum versteckt ihr euch in diesem Turm? His face sours as he looks at you. I would like to welcome you, visitors, but your arrival fills me with fear. Let us just say, I'm here waiting. Aha. Er würde uns hier begrüßen als Gäste, allerdings füllt ihn meine Ankunft hier mit Furcht, denn er wartet, ja. Deswegen wahrscheinlich, weil im Turm ja ganz Böses im Busch ist und man hat uns ja die Info gegeben, wo wir die Info zu seinem Aufenthaltsort finden können. Deswegen weiß er schon, oh, da ist wohl was schiefgegangen im Turm. Und vielleicht ist dieser komische Dämonenlord auf die Erde gekommen. Oder diese Dimension oder was auch immer. Worauf wartet ihr, guter Mann? For my fellow members of the Triad to complete their business. Achso, er wartet auf die anderen beiden der Triade. Um ihr Geschäft abzuschließen. Okay. Wahrscheinlich um ihn zu töten oder so, weil er böse ist, weil er zu viel weiß. Oder weil sie vielleicht korrumpiert wurden vom Dämon oder sowas und er sie dann auf ihn hetzt. Die Triade kennen wir schon. Was für ein für welchem Geschäft sprecht ihr? A messy, dangerous business. They plan to summon a Hakai. And not any Hakai, but a Hakai-Lord. Genau, das wissen wir ja. So ein Dämonenlord wollen sie beschwören. Was wisst ihr darüber? Be careful where you say that word. It has dangerous power. They are the lieutenants of demonkind, powerful and cruel, and my colleagues planned to summon one who is powerful enough to lead them, a chieftain, as it were. And now this foul deed is done. Heavens help us all. Okay, also ich muss aufpassen, wo ich das Wort erwähne. Es hat gefährliche Macht. Diese komischen Lords, diese Demon Lords sind die Anführer der Dämonen. Mächtig und grausam. Und seine Kollegen planen, einen, der mächtig genug ist, sie selbst anzuführen, ihr in die Welt zu holen. Einen Anführer, sozusagen. Und diese faule Tat ist nun vollbracht. Mögen uns die Götter helfen. Ein Anführer?
I didn't say his name, but they must... Ich kenne den Namen. But they must be mad to have brought him down upon Avernum. They have great dreams of what they can win from him, but not even they have the power to contain him for long. Nor, I suspect, can they force him back to his home. Now he must be defeated, destroyed. Ja, er wagt den Namen nicht zu nennen. Aber sie müssen wahnsinnig sein, ihn hier nach Avernum zu bringen. Sie haben den großen Traum, dass er ihnen großartig hier helfen könnte und von ihm Hilfe erwarten, aber sie haben nicht einmal die Macht, um ihn wieder, um ihn zu binden, geschweige denn, ihn wieder zurück in sein Reich zu schicken. Jetzt muss er, ja, besiegt werden, er muss zerstört werden. Wer kann so eine Bestie vernichten? Bold adventurers such as yourselves could destroy him. Ach ja? It is a dangerous, gruesome mission, but one that must be done. And soon he looks at you, hopefully, should you ever wish to undertake it, should you ever wish to undertake it, return and ask me for the crystal key. The crystal key will enable you to reach where the demon is kept. Ah, ja. Ja, also so mutige Abenteurer wie ich könnten ihn zerstören. Aber es ist eine sehr gefährliche Mission. Aber eine, die unternommen werden muss. Und das bald. Falls ich jemals Wisch, ja, bei Fisch bestelle, falls ich jemals wünsche, mich ihm entgegenzustellen und die Tatsache bringen, sollte ich zurückkehren und ihn nach dem Kristallschlüssel fragen. Das wird mich dorthin bringen, wo ich, wo der Dämon aufbewahrt oder wo er festgehalten wird. Ich hätte gerne diesen Kristallschlüssel. It's hidden through my magical portal, but please don't take it until you're sure you have the power to fight the demon. For I have no duplicate. It would be best to wait to take it until you have enough... until you've found Demon Slayer, genau. Also gib mir einen Schlüssel und ich kann euch das magische Portal dann wahrscheinlich dorthin. It is hidden through my magic portal. Please take it. Ja, wenn ich ganz sicher bin, dass ich ihn vernichten kann, weil er keinen Zweitschlüssel hat. Ja, es wäre am besten, wenn ich warte, bis ich Demon Slayer, den Dämonentöter, gefunden habe. Erzähl uns vom Dämonentöter. A mighty sword brought down by Karzot, leader of the first doomed expedition down here. When he was slain by a Hakai, the sword was broken into three pieces. Long have we tried to find the pieces, but all we have are clues. Ja, das mächtige Schwert wurde von Karzot, dem Anführer der ersten Expedition, hier nach unten gebracht. Als er von einem Hakai erschlagen wurde, wurde das Schwert in drei Teile zerbrochen. Und sie haben lange nach den Teilen gesucht, aber sie haben nur Hinweise gefunden. Thanks. That reminds me, the Scepter was also brought down here by the first expedition. Davon haben wir auch schon gehört. Ja, das Scepter wurde auch hier von der ersten Expedition heruntergebracht. Welches Scepter? An Onyx Scepter, genau. Which supposedly gave great power to the mage that wielded it. Da hätten wir schon mal zwei. Also ein Schwertkämpfer und einen, und einen Magier. Aber wir haben auch schon von einer Lanze oder von einer Pike oder sowas gehört. Drachentöter war das eher. Which supposedly gave a great power to the mage that wielded it. We recovered it, but couldn't figure out how to use it. They used it as a bait to lure the Hakai to the tower. Aha. Das heißt, also einmal das Messer ist da unten. Als auch jetzt dieses Onyx-Zepter. Das ist also auch dort, schätze ich mal, oder? Ja, ein Onyx-Zepter, das dem Magier wohl große Macht gegeben hat. Wir haben es gefunden und konnten nicht rausfinden, wie man es nutzt. Deswegen haben wir es benutzt, um den Hakai in den Turm zu locken. Wo könnte ich die Teile finden? When the sword was broken, the creature that slew the humans took the pieces as trophies. Das war so klar. The Slith Seraki took a piece to their holy shrine in a swamp far to the south. Another piece was taken by a lich to an ancient den of undead far to the west. Wir notieren das. Also als zerbrochen wurde, nahmen die Kreaturen, die Menschen erschlagen haben, die Teile als Trophäen. Die Slith nahmen einen Teil in ihren heiligen Schrein im Sumpf ganz im Süden. Ein anderes Teil wurde von einem Lich zu einem uralten Höhle oder sowas der Untoten ganz im Westen gebracht.
Irgend so ein Untotenunterschlupf ist da hinten. Und of the third piece we know nothing, but some believe the Nefarim took it. Ach ja? Aber das sind nicht die Nephilim, das sind die Nefarim. Vielleicht ist das wieder eine andere Truppe? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe noch keinen Teil, oder? Habe ich einen Teil gefunden schon bei denen? Keine Ahnung. Im dritten Teil haben wir anscheinend diese Nefarim genommen. Aber er weiß es nicht genau. Fragen wir nochmal weiter. Quasi Triade. The Triad rules the Tower of Magi. There is myself, Linda, the initiator of this foolish operation, and X, who is too lost in bizarre schemes to do anything about it. Oh, the Triad is a sad thing these days. It almost makes me long for Erika's return. Almost, but not quite. Dieser krasse, ah ja, das ist die krasse Zauberin ganz im Westen. Sie soll mal aussuchen. Die hat im Turm im Westen. Vielleicht kann sie dann übernehmen. Oder so. Weil die anderen ja irgendwie beschäftigt sind. Ja, es sind auf jeden Fall die Triade, herrscht über den Turm der Magier. Er, der Solberg, Linda, die diese ganze Operation, diese dümmliche erst angeleitet hat. Und X, der ist in seinen bizarren Themen oder Gedanken irgendwie verschlungen ist. Und die Triade, ja, die ist dann noch einfach nur noch ein trauriges Abbild. Das ist das, was immerhin war. Macht ihn, er wünschte sich fast, Erika würde zurückkehren, aber nur fast. Wer ist denn Erika? Diesmal sadly. Erika, oh, Rotmark. Wizard without power. Banished into Avernum by the fools above. Consumed with utter hatred. Without her, we would all be barbarians rooting about in the filth. Warum? Also Erika Rotmark ist ein Zauberer ohne Gleichen, wurde hier von den Idioten da oben nach Avernum verbannt und sie wird von reinem Hass konsumiert, aufgefressen. Ohne sie würden wir alle als Barbaren hier rumlatschen im Dreck. Ja, warum? Wie hat sie das gemacht? Wie hat sie das verhindert? It was she that created the strain of mushrooms that grow quickly and are so nourishing and other species plants as well. It was she who used her powers to steal things from the land above, like tools and books. She built the Tower of Magi. She led us. Then her hatred drove her away. Also sie hat die Pflanzen erschaffen, die hier alles versorgen. Sie hat ihre Kräfte genutzt, um Dinge von oben zu stehlen, wie Werkzeuge und Bücher. Sie hat den Magierturm gebaut, sie hat sie angeführt. Dann hat sie ihr Hass davon getragen, oder wie auch immer. Hass wem gegenüber? For those who cast her down, the mages above, together were strong enough to curse her. She will suffer instant, painful death, should the light of the sun ever touch her. When she realized she couldn't break the curse, she began to plot. Ah ja, die haben mit vereinten Kräften haben sie verflucht, um sie hier unten zu binden sozusagen, denn sobald sie von der Sonne berührt wird, wird sie untergehen. Als sie realisiert hat, dass sie den Fluch selber nicht brechen kann, hat sie angefangen, Pläne zu schmieden. Welche Pläne? Ways to bring doom to the surface world. She began to perform strange experiments and consort with dark forces. Soon, all she was good for was planning a revenge. So, we asked her to leave. She now lives far, far to the west in a huge tower. And, to tell the truth, I'd rather not know what she's up to. Ja, sie hat also Pläne geschmiedet, wie sie die Oberwelt bring doom to, wie sie Vernichtung oder den Untergang bringen kann. Sie hat seltsame Experimente durchgeführt und sich mit dem Bösen eingelassen. Ja, und schon bald war sie nur noch nütze, Pläne gegen als Rache oder Rachepläne zu schmieden. Also baten wir sie zu verlassen und deswegen lebt sie weit weg in einem riesigen Turm im Westen. Ja, to tell the truth. Ja, und sie, in Wirklichkeit möchte er gar nicht wissen, was sie gerade tut. Ja, aber auch interessant, ne? Die Türme überall. Hat auch wieder was von der Xin-Geschichte. Türme im Westen, im Norden, im Süden. Im Osten gibt's keinen Turm. Ich wette, da gibt's doch einen. Bläst ganz versteckt oder sowas. Ja, ja. Wer weiß es? Sollten wir sie suchen? Er überlegt eine Weile. Thanks for a while. Then he says, sadly, perhaps you should. I sense a great destiny in you, and I feel that she is the only person who can help you achieve it. So find Erika. She can give you a path. But the path may have great horrors at the end of it. Beware. Ja, er überlegt lange nach und denkt
Und meint dann, ja, vielleicht sollten wir das wirklich tun. Er spürt ein Ziel in uns, eine Bestimmung. Und er denkt, sie ist die Einzige, die uns helfen kann, diese Bestimmung zu erfüllen, Bestimmung zu realisieren. Also soll ich Erika finden? Sie kann uns einen Pfad weisen. Aber dieser Pfad könnte am Ende zu großen Schrecken führen. Also soll ich aufpassen. Aufpassen. Okay. Select a friendly carry. Haben wir irgendwas bekommen? Irgendeinen Schlüssel? Ich glaube nämlich schon. Special Items. Crown taken. You received this token from the mayor of Formello. She gave. Ach nee. Ach so, damit komme ich. Ah, Crown Token. Ja, okay. Damit komme ich in den Süden. Stone Key. Also ich denke mal, wir lassen den Turm hier mal Turm sein, oder? Oh je, hoffentlich ist das Feines. Mal schauen, ob es hier irgendwelche krassen Geschichten gibt. Oh, eine Katze, natürlich. Huch! Das ein Geheimgang? Aha! There's a thick book on this pedestal. The thick papyrus pages are covered with dense, strange writing. Ja, dickes Buch auf dem Podest. Dicke Papyrusseiten sind mit eng beschrieben mit seltsamen Zeichen. Try to decipher it. Ja, sauber! You find a scroll which explains how to cast the spell Battle Rage, Level 3. You concentrate and try to memorize it. Ja, sauber! Kampfrausch, Stufe 3 für alle. Learns and learns. Die noch nicht, okay. Mit Arbeit, Evelyn, ja und so weiter. Stark. Da hätte ich mal vielleicht vorher danach suchen sollen. Oder das Boot holen oder was auch immer. Die darf ich leider nicht nehmen. Piercing Sight. Was ist das denn? Ist das noch besser als Far Sight? Oder kann ich da einen bestimmten Punkt irgendwo angehen? Ich weiß es nicht. There's a boiling pot of stew here. You help yourself to a few bowls and notice that the pot is refilling itself magically. Explains how Sauber can survive out here. Ach, Sauber, der hat einen immerwährenden Eintopfkrug hier. Das ist natürlich nicht schlecht. Da brauche. Oh, Mushrooms. Brauche schon wieder keinen, der für ihn kocht. Das ist ja alles hier, sozusagen. Ja, nur ein paar Klamotten. Ja, ihn bestehlen wollen wir sowieso nicht. Oh, you find a portal. A magical door made of pure energy. Wizards often create them to speed up transportation from one place to another. They are safe, usually. Step away from it. Ja, die Frage ist jetzt, wo führt mich das jetzt hin? Er hat ja was gemeint von wegen Schlüssel und so. Ich habe den Schlüssel ja nicht genommen. Und erst wenn ich bereit bin, soll ich durch das Portal. Ist das richtig? Ich denke schon. Also er hat uns den Schlüssel ja nicht in der Form gegeben, oder? Mal fragen. I'd like that crystal key. It's hidden through my magical portal, but please don't take it. Ach, den Schlüssel. Until you're sure you have the power to fight the demon. Ich würde mal sagen, wir gehen mal durchs Portal, aber nehmen den Schlüssel nicht. Walk into the portal. Da ist er wohl. Okay. In the middle of the basalt floor, you find a small pool of water. As you look into it, you see an image. A gigantic demon paces back and forth furiously in a small black-walled room. It picks up a black scepter. Uh-oh. Looks at it in disgust and throws it at a wall. It turns and looks at a woman standing nearby. It laughs at her. She tells it to do something. It laughs and lunges at her, but an invisible barrier blocks it. You watch their stalemate for a while and the image disappears. Okay, wir können jetzt hier die Spionagekamera beobachten, in der Kamera beobachten, dass in dieser Pfütze im Wasser sehen wir ein Bild, wie ein gigantischer Dämon vor uns zurückläuft und wohl nicht so gut gelaunt ist, in einem schwarzen
mit schwarzen Wänden. Nimmt ein schwarzes Zepter vom Boden auf, schaut es an und wirft es angewidert von sich gegen eine Wand. Dann dreht es sich um und schaut auf eine Frau, die in der Nähe steht. Es lacht sie aus. Sie versucht ihm irgendwas zu sagen. Es lacht und schlägt nach ihr, aber eine unsichtbare Barriere verhindert es oder blockiert ihn. Ja, das Unentschieden quasi, schauen wir uns einen Moment an, dann verschwindet das Bild. Ja, da kommt man also rein, schauen, wie der von dem Portal, ja. Sehr gut. Denn das muss nicht sein. Ich denke nicht, dass ich krass genug bin, dem Dämon die Stirn zu bieten. Oder bin ich es doch? Das ist jetzt die Frage. Bin ich krass genug, um den Dämon platt zu machen? Ich habe keine Ahnung. Bin ich's? Soll ich das wagen? Ich habe schon Bock drauf. Aber was, wenn der... Ich meine, das sind Dämonenlords. Der ist wahrscheinlich ziemlich krass. Komm, wir versuchen es mal. So, gespeichert ist es ja. Ich versuche das mal. Wenn wir alle sterben, dann wissen wir wenigstens warum. Haben wir es verdient. Ich schätze mal... Tür eintreten? Okay, ist nicht. Keine Ahnung. Walk into the portal. Probieren. Okay. Most of the contents of this box are worthless. Bits of bone, dried bat wings, Solberg's will. Fortunately, there's also a key. It's carved from a single piece of beautiful, flawless crystal. Ja, nur Quatsch drin. Fledermaus, Flügel, sein Testament, Solbergs Testament und zum Glück auch, naja, ein Schlüssel aus reinem, wunderschönen Kristall. Okay. Keine Ahnung. Was müssen wir jetzt tun? Wir haben den Schlüssel. Kristallschlüssel. This key is cut from a single piece of flawless quartz crystal. You can see tiny flecks of gold inside it. Kleine Goldsplitterchen. Okay. Werde ich jetzt woanders hin teleportiert, weil ich den Schlüssel besitze? Nein. Okay, ich habe den Schlüssel bei mir. Hier konnte ich nichts machen. Hier ist der Schlüssel. Da war Drache und Feuerzeug und hier war, naja, nur das Portal. Das heißt, wenn ich jetzt zum Turm zurückginge, naja, dann ginge es mir wahrscheinlich an den Kragen, oder? Was ist das denn? Achso, Pomelo? Nee. Vielleicht irgendwelche Viecher. Ach, guck mal, da drüben. Wenn wir schon mal im Boot, im selben Boot sitzen, dann können wir das auch nutzen. Bitte mal kurz sicheres durch die Gegend latschen aktivieren. Da kommen wir nicht rüber. Ist auch wieder so eine komische Quelle. A fountain burbles out a crack in the ground here. The water is sparkling and looks highly inviting. Oh, schon wieder eine blubbelnde Quelle hier. Oder ein Springbrunnen. Es sieht einladend aus. Wir trinken davon. The water is cool and pleasant going down. You all drink your fill. Minutes later, the water sours in your stomachs. You all feel horribly ill. Achso, es geht ja noch um die Quelle, die man finden soll. Wow. You all feel horribly ill, aber nur eine wird vergiftet. Vielleicht doch nicht so krass, oder? Das Gift. Ja, das war ein Fehler. Hier geht's aber gut, deswegen
Ist gar nicht so schlimm. Hat er gar nicht wehgetan. Hätte man sich eigentlich, eigentlich denken können bei dem ganzen Gift hier. Aber ich dachte, vielleicht ist es sowas wie Giftresistenz. Ne? Hätte durchaus sein können. Und außerdem, das ist ja... Ach, guck mal, das habe ich wieder so aufgedeckt. Weil eigentlich wäre das nur bis hierhin. Hier ist so nichts. Okay. Aber hier kann man doch irgendwie hin, da hat man den Weg finden müssen. So kommt man da ohne Weitsicht rein, ran. Oder auf die Information. Ist da was? Ach, Mäuschen. Sind das vielleicht diese komischen Höhlenmäuse? Ja, wir kämpfen. Was ist denn das? Ein Schamane und sonst ein paar Nephilim. Aber nicht der Rede wert, würde ich sagen, oder? Und Panzerung. Aktivieren. Ach, jetzt haben wir Battle Rage auf Stufe 3. Uiuiui, was macht das jetzt alles mit ihm? Ach, guck mal. Haste. Ja, natürlich. Ja, jetzt brauchen wir dich nicht mehr. Oh, das war vielleicht ein bisschen dumm. Tschüss. Ade. Kurz mal warten. Ja. Battle Rage. Stufe 3. Und kostet trotzdem nur 2. Das ist ja nett. Direkt mit dem Turbo. Ja gut, dann machen wir nichts. Da kann ich nichts. Schlecht. Daneben gehauen. Ei, das war nicht gut. Fast wäre ich falsch gelaufen. Aber nur fast. So, reicht. Weg die Sau. Warten. Kaputtschlagen bitte. Und es reicht für ein Level-Up. Das ist ja super. Die Zauberine ist dran. Hervorragend. Schon wieder Fletcher's Ring. Ja, wie nett. Was eigentlich mit diesem Shield-Ring? Was macht denn der? Werde ich es jemals erfahren? Ich habe keine Ahnung. Heilgeschichte. Gut. Dann nehmen wir uns mal was. Das heißt, Fletcher's Ring, das heißt, Fernkampf wird erhöht. Ich nehme einfach mal alles mit, was halbwegs sinnvoll ist. Der Standard wieder. Okay, Folie. Also ab 40. Ab 40. Dafür mache ich's. Was? Die nächsten Viecher. 6 Standardratten und eine Vapor Rat. Okay. Sind die krass? Weiß ich nicht, sind Mäuschen. Ich glaube nicht. Ne, die treffen nicht mehr so richtig. Dann. Tja, keine Ahnung. Feuer frei, oder? Lightning, Stufe 2. Weiß ich nicht. Was machen wir jetzt? Jetzt brauchen wir das Haste auch nicht mehr. Das heißt, jetzt können wir hier in den Nahkampf übergehen. Stufe 2. Okay. Einfach kaputt schlagen. Hier müssen wir ganz kurz mal warten. Okay, ohne Rüstung treffen die trotzdem noch ein bisschen. Aber das war nicht weiter störend. So, sie kriegt die volle Dröhnung. Passt schon. Bitte? Was sind diese Vapor Rat? 420 Slay it. Okay. Okay. Das geht noch. Ach, guck mal, da geht's noch weiter nach Osten. Warum? Wieder eine Quelle. Werden wir jetzt wieder krank? Ja, ist gleich ein Grün. Wir trinken. Ach, horribly ill. Na gut, das ist jetzt... Das ist zu vernachlässigen. Ich hätte es gern in Massenheilung. Danke. Oder Massengiftheilung halt. Mehr gibt's hier nicht. Muss schon mal hier stehen, würde ich sagen. Trotzdem. Wir schauen mal. Nein. Da gibt's nicht. Allerdings würde ich trotzdem gerne mal ganz kurz da nochmal unten lang gehen. Einfach nur, damit ich mal die Far Side hier probiert habe. Nein. Gut. Ja, so langsam. Ach ja, leave the boat, genau. So langsam. Ach, ja, komm.
So langsam haben wir einen Punkt erreicht, wo man sagen kann, ist super. Wo man sagen kann, man hat ein Gebiet komplett sauber gemacht. Bereinigt, nicht sauber gemacht. So, was nun? Sieht man was Feines? Keiner trifft mehr, das ist nett. Okay. Dann, weiß nicht, Viecher holen? Ja. Ach komm, was machen wir da? Das. Sogar mit G und ich sehe es noch nicht mal. Okay. Das wäre schon mal weg. Hier müssen wir kurz noch warten, ne? Genau. Ja, verfluch mich nicht, du Hund. Vor allem verlangsam mich nicht. Was war da? Achso, das hier. Ja. So, und wieder mal. C, D, E, F, G? Gibt kein G. Die ersten kippen um. Der kippt auch um. So, die Zauberei, das hört mir auf. Achso, muss ich gleich wieder mal Sachen kaufen. Ja, für 100? Gerne. Aber leider nichts Magisches. K wird gekauft. K wird kaufen. H wird gekauft. G nehmen wir mit. Der Rest ist. Okay. C nehmen wir auch noch mit. Der Rest. Komm. Von mir aus. Nein. Jetzt habe ich irgendwelche dümmlichen Pfeile gekauft. Eingesteckt. Die will ich doch gar nicht. Ach ja, Fletcher's Ring. Fletcher's Ring. Ring of Skill ist wichtig. Das ist nicht gut. Must be adjacent? Echt? Was ist denn jetzt los? Ach, dann wechselt der durch. Hier gerade. Was ist denn jetzt los? Okay. Must be adjacent. When giving. Okay. Geben Sie mal her. Wir sind active. Oh. Haben wir's? So. Bitte übergeben Sie dieses an jene. So, jetzt ist sie dran. Shieldring. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Fletcherring. Nee, brauche ich gar nicht. Das ist besser. Was will sie mit Fernkampf? Ich soll das sowieso mal wegschmeißen. Das bringt alles gar nichts mehr. Ich meine, ich habe so viel Magie. Ja, ich schmeiß das mal weg. Komm. Raus hier. Raus, ey. Das machen wir weg. Das hat überhaupt gar keinen Sinn und Zweck. Diese ganze Fletcher-Geschichte. Fletcher Ring. Achso, der hat schon 20 Sachen. Uiuiui, ist aber viel. Na gut. Genauso wie eigentlich so diese Blast Dagger und so Zeug. Brauchen wir eigentlich in dem Sinne auch nicht mehr. Ja. Shoppen mal hier. Halt, ich muss ja eh aufleveln. Ist egal. Wir können hier schon mal das Zeug hier verticken. So, die Waffen fliegen alle mal raus. So, die ganzen Bögen fliegen auch über Bord. Ich habe Fleisch mitgenommen. Boah, nee. Das ist bestimmt ungünstig. Ja, Fletcher's Ring. Ich weiß auch nicht, was das Schildding macht, aber ich glaube mal, das ist immer noch besser als irgendwelchen Fernkampf. Pfeile. Jetzt wird's mal Zeit. Wir benutzen es sowieso nicht und jetzt haben wir so viel Mana und solche krassen Zaubersprüche. Das wird niemals von uns Verwendung finden. So viel Fleisch. Komm, wir haben mal das Fleisch weg. Dann haben wir getrocknetes Fleisch. Beef Sturkey, oder wie es heißt. Können wir mal verwenden. Nee, Jerky, nicht Sturkey, nicht dumm. Mandrake, Toadstool. Habt ihr zumindest ansatzweise was Feines? Haste Potion? Nicht danke. Vielen Dank. Tschüss. Wieso renne ich trotzdem rein? Off-Level, ne? Jo. Automappe. Irgendwer konnte mich mal, meine ich, wieder aufsteigen. Genau, die gute Margina ist die einzige. Alles klar, was tun, wenn es kein Schneider ist? Wie wär's mit magischem Zeug? Ah. Ne, ich habe nur 8, das reicht hin und vorne nicht. Andererseits. Magic Resist ist nicht so geil, aber Willpower ist halt ziemlich krass, weil Magie dann eine Rolle spielt. Intelligenz haben sie, Magie haben sie.
Ja, Glück nicht so toll, aber das braucht man jetzt auch eher nicht so sehr. Sag mal noch. Arcane Lore ist schon ganz nett, aber wie gesagt, kann man ja auch anders machen. Das machen wir eher passiv. Ich würde sogar fast sagen, bringt gar nichts. Wir müssen. Ja, Dexterity vielleicht, dass die mal ein bisschen in die Gänge kommt. Aber reicht das schon? Weil die ist jetzt so arschlangsam. 5 Punkte. Da haben wir noch wie viel? 3. Das nächste Mal haben wir dann 8. Nee, wir müssen tatsächlich warten, oder? Ja, ich muss warten. Alles andere ist viel zu teuer oder bringt halt alles nichts. Also ein bisschen hier Cave Lore oder sowas ist zwar von was Intelligenz abhängig, aber hat es nicht die. Ja, es hat immer noch die Sperre. Bislang hat es ja halbwegs gut funktioniert. Nee, Clara kann auch was, aber da warten wir auch auf die entweder Intelligenz oder sonst was, ne? Schon krass, wir können nichts mit den Level-Ups anfangen, aber das ist ja immer so. Ist ja auch bei M&M immer so gewesen. Manchmal wird es halt einfach zu viel, man muss einfach abwarten. Ja, genau. So, was ist jetzt los? Viecher? Nee, gute Viecher. Bringt uns dieses Boot irgendwas? Jetzt bringt uns in den Nordwesten, aber eigentlich. Wenn wir mal auf die Karte schauen. Im Nordwesten sind wir quasi fertig. Und ganz im Norden, ich meine, da bräuchten wir ein Boot, um weiterzukommen. Oh, das können wir mal machen. Ganz in den Nordwesten. Ganz in den Nordwesten und dann. Was machen wir da am dümmsten? Da war noch ein Weg runter zu es, am Fluss entlang sozusagen. Aber das machen wir dann eher, wenn wir im Süden sind. Und okay, ein Teil, Moment, wie war das? Ein Teil ganz im Süden im Sumpf. The Great Cave, da unten im Süden. Dann eins ganz im Westen bei irgend so einem. Ach, guck mal, da ist auch der Ab The Abyss. Haben wir ganz am Anfang von gehört, da wo die ganzen Verbrecher hingeschickt werden. Ja, und ansonsten Nordwesten, Westen, keine Ahnung. The Realm of the. Oh, the foul Slytherin, beware. These lands to the west of the map, X. Was? Widely unknown. Was wieder? Sadly, are sadly unknown. Achso, das im Westen kennt keine Sau. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal ins. Ah, jetzt weiß ich, wo wir hingehen. Wir gehen mal in die Höhlen. In die Höhlen nördlich von Kotra. Das Schiffchen lassen wir mal hier. Schönes Boot. Wir können uns auch ein Boot in Dings kaufen, in Kotra, und dann können wir da auf dem großen See entlang schippern, aber das kommt noch. So, und hier sind diese Höhlen, die wir anscheinend ausmerzen sollen von stinkenden, was auch immer. You have found some sort of encampment. Supplies are scattered about, but nobody seems to be here. Ja, ein altes Lager. Überall sind die Vorräte verstreut, aber hier ist niemand. Wir durchsuchen die Umgebung. Wir suchen die Umgebung ab. One leather rucksack contains a gourd filled with a black tarry substance. You take it. Other than that, you find moldy dried fish and a few crude stone knives. Nothing worth taking. Ja, ein Lederrucksack mit so einer, in der ein Gourd ist ein. Nicht Pumpkin, sondern. Wie heißt das komische Ding? Ja, diese komische, dieses, wie so ein Kürbis. Oder ist das ein Kürbis? Ist ein Gurt auch ein Kürbis? Ja, so ein komisches, großes Gewächs da, wie auch immer. Mit einer schwarzen, teerigen Flüssigkeit, die haltigen, angefüllt. Das nehmen wir. Okay, der Rest ist Quatsch, kann weg. Bisschen was vergammelter, trockener Fisch. Then, as you start, leave. You notice that the campsite's owners have returned. They decide to react on your intrusion with intense violence. Oh. Die Eigentümer kommen zurück und klar, wegen Landfriedensbruch gibt es das hart aufs Maul. Ein Evil Priest. Ach, guck mal da. Banditen. Ja, gegen so Humanoide haben wir schon so lange nicht mehr gekämpft. Ich freue mich. Erstmal. What? 44 Punkte Schaden, 35 Punkte Schaden. Ist der bekloppt? Was ist das für ein krasser? Okay.
Erstmal alle heilen. Das ist wichtig. So, und die Sau. Die Sau da unten. Entweder machen wir sie platt oder... Komm, wir lähmen. Wir schalten sie mal aus. Einschläfern. False asleep. Perfekt. Jetzt ist Feierabend mit der Zauberei. So, jetzt überlegen. Was machen? Warten. Nee, sie zaubert auf sich selbst mal Stufe 3 Kampfzauber. Wir warten. Und sie macht das jetzt für uns. Okay. So, in der Hoffnung, dass... Ich behalte den erstmal... Priest Force Sleep. Ja, mehr machen wir gar nicht. So, jetzt war's. Wir können zweimal zuhauen, aber irgendwie auch nicht. Warum? Wieso haben wir nur 4 Aktionspunkte? Ach, weil es noch die Runde ist. Weil wir gewartet haben. Also erstmal eine Sau nach der anderen wird jetzt ja klein gehackt. Wie überleben die das denn? Sind die irgendwie fertig? Okay. Was nun tun? Achso, nochmal, komm, nochmal Heilung. Weil die Margarine, die ist irgendwie nicht so gut drauf. Komm, als weiter. Der wird einfach nur festgetackert und er bleibt beim Nickerchen. Sehr schön. So, weg, du Wurm. Die leider nicht mehr. Komm, wir hauen mal zu. Nö. Der spielt einfach nicht mit. Sehr gut. Dann auf einmal schießen. Ja. So. Und wir sind im Nahkampf. Jetzt gibt's Haue. Über 60 Punkte Schaden. Gefällt. Fällt mir sehr gut. Ja, können nichts machen. Wir bleiben einfach dumm stehen. So, jetzt machen wir was Neues. Und zwar verlangsamen wir ihn. Und ihn. Jetzt sind wir noch öfter dran. So, bis der den Löffel abgibt. Okay. Das war's mit dir, du Mistpriester. Der macht nichts mehr. So, jetzt frage ich mich echt, ob ich das noch mitnehmen soll. Kohle, ja. Wir haben so viel, habe ich so das Gefühl. Aber wir haben es ja nur, weil, ne, weil wir eben immer so sparsam sind, beziehungsweise weil wir alles mitnehmen, was einen Wert hat. Nur deswegen haben wir ja die Kohle. Da bekommt man ja ein Reichtum ran. So, Tee brauchen wir alles nicht, brauchen wir nicht. Bögen, komm, Aschebogen. Kuh. Mein Gott, so viel Schrott. Achso, geht nicht. Ja. Jaha, ist begriffen. Tragen zu viel. 60 Kilo. Okay. Ach, guck mal. Iron Studded gekauft. Geht es nicht mehr, ne? Heiltrank. Das ist fast schon lästig mittlerweile. Weil wir es halt nicht unbedingt so dringend brauchen, das ganze Zeug hier. Können wir wieder nicht tragen. So, sie macht jetzt hier mal klar Schiff. Irgendwas mit ab 30 heben wir es noch auf. Alles andere kommt jetzt einfach weg. Bögen sind immer 30 mindestens, deswegen werden die mitgenommen. Der Rest, weiß ich nicht, ist nur Schrott. Hat sich erledigt. Danke. Gut. Hier muss es irgendwo diesen Eingang geben. Aha. At some point, not long ago, a large group of humans or humanoids camped here. Now only a scattered bonfire and broken knife remain. Auch hier wieder war mal ein Lager. Jetzt ist nur noch alter Schrott hier. Okay. Das ist wohl doch nicht der Eingang zu diesen Höhlen. Ach, hier bestimmt, in diesem Felsmassiv. Ja, natürlich. There is a group of Nefarim. Oh. Nefarim Guards. Das sind jetzt so Richtung Westen wohl die krasseren, oder? Standing Guard. Nefarim are a variety of Nephilim, die haben oben gehaust. Larger, sterile and more violent. Genau, das sind die krasseren Varianten. When they detect you, they decide that your intruder is an attack. Die Nefarim sind das. Das sind die krasseren Viecher. So.
sterilen, aber größeren und stärkeren Varianten von den Nephilim. Und die haben ja anscheinend die... Die was? Die Schnauze voll. Nee, die haben anscheinend so einen Teil von diesen komischen... Von diesem... Was suchen wir denn eigentlich? Ach so, die Superwaffen. Ja, machen wir mal kurz Pause. Lassen wir die Viecher mal aufräumen. Wir machen so ein bisschen mit. Ah, gut, Illusionen halten nichts aus. Aber es sind als Kugelfang natürlich ein Traum. Komm. Oh je. Ich klick's mal an, bevor ich hier mit Buchstaben arbeite. Und voll frei. Okay. Mit dir. Jetzt müssen sie alle auf den losgehen, aber sie haben nicht so richtig Bock. Läuft. Oh, okay. O, N, M. Ich muss alles anders machen. J, E. Es kann ja sein, dass irgendwann mal was Sinnvolles dabei ist, wie zum Beispiel, weiß nicht, irgendein verzauberter Frosch oder so. Und dann nehme ich den natürlich mit. Das ist ja klar. So. Ich würde sagen, davor erstmal alles wegkloppen, dann runter nach Kotra. Zeug verticken. Läuft. Your cave lore skill has enabled you to. Nee. Wir laufen nicht dran vorbei. So, drei Sliths. Jetzt schauen wir mal. Hier muss auf jeden Fall ordentlich Schildkraft aktiviert werden. Weil die wahrscheinlich mit ihren Speeren, die sie jetzt werfen, gut reinhauen. Da kommen sie schon geflogen. Okay. Oder auch nicht. Ja, oder auch nicht. Müssen wir zwar nicht machen, aber... Okay, das war ein Feld zu viel. Kriege auch zu viel, wenn ich das schon wieder sehe. Kurz warten. Und ein Turbo aktivieren. Was nochmal jetzt? Vielleicht die beschwören. Ein Mäuschen, aber ist eine Vapor Rat. Die Defiant verflucht. Das ist ja auch nicht schlecht. 70 Punkte Schaden. Okay. Was bist du? Eigentlich doch auch ein ganz normaler Slith, oder? Halt. Slith Spear. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Was ist eine Aktion? Ja, offensichtlich. Okay. Vielleicht bin ich ein bisschen zu krass unterwegs. Oh, das wird gut. Vielleicht finden wir dann irgendwann mal richtig, richtig mächtige Zauber. Nee, nicht Zauberstäbe, sondern Speere, Zauberspeere. Was weiß ich. Nein, das nicht. Eisen. Ja, solange es Kohle gibt, machen wir das mal. Okay, und jetzt gegen die letzte Truppe. Von... Ja, ja, Nefarim. Wächtern. Okay. Ich stelle jetzt mal schützend davor. Und wo schießt der denn bitte? Das hört mir auf. Und du machst ihn doch mal wieder schnell. Ja genau, Hass auf Bunker. Wieso ist der jetzt genau... Wieso war der jetzt gerade... Ach, verflucht, oder? Symbol, schwer zu erkennen. Schwerer ist auch dran, ihr fehlt... Lass das sein. Jetzt könnt ihr schon wieder hexen. Wir wollten was machen? Turbo Sperrer, genau. Ist so verwirrend, jetzt können wir nämlich alles mehr oder weniger gleichzeitig. Aber welcher ist denn jetzt... Können wir verlangsamen so einfach nur. Geht mittlerweile auf 5 Stück statt auf 3. Sehr gut. So, einfach zu hacken. Ja, der darf nicht. Wir sind nämlich dran. Jawohl, dem, der Geschwindigkeit hat. So, wie viel kann sie noch tragen? Material viel, aber reicht das... Mit dem, vom Gewicht her reicht's, aber die 20 maximalen Gegenstände, das ist wahrscheinlich ein Problem.
Okay, K nehmen wir mit, G nehmen wir mit, B auch, Stahldolch, perfekt, wiegt nicht viel. So, und jetzt die Spruchrolle, das muss jemand anders machen. Eigentlich wollte ich, dass sie das nimmt. Bolt of Fire hat sie bestimmt. Ja, too many items, da sind wir. Da waren sie wieder. Meine drei Probleme, oder eher 20. Bolt auf irgendwas. Nimm mit. Sauber. So, der Weg ist geebnet. Karte bitte wieder an, damit ich was sehe. Monster, komm. Ja, die wollen es aber echt wissen. Tja, wie wär's denn, wenn ich ihm das an die Backe zauber und er sich dann selber einfach noch den Schild gibt, wenn er schon mal vorne steht. So, hier machen wir das so ähnlich. Weiß ich nicht. So, mal vorne hinstellen. Schild aktiv. Atmungsaktiv ist es auch. Toll. Oh. Ja, ich hätte gedacht, die halten mehr aus. Reicht. Ein 60er Schlag. Das finde ich mal ganz gut. So, was haben wir hier? Hier haben wir was Feines erst dran. Genau. C kann er auch noch mitnehmen. Kann er nicht, weil maximale Gegenstände erreicht. Kann sie das nehmen? Jo. Was noch? Höchstens das hier. Weg nicht viel. Kommt das vielleicht noch? E. Ist jetzt eh egal. Okay. Ah, ja, hier waren wir schon. Da bin ich echt nicht den Meter nach oben gelatscht, um das zu bekämpfen, beziehungsweise aus der Welt zu schaffen, das Problem. Naja. Gut, dann hier waren wir auch schon lange nicht mehr. Aber wir haben ja immer irgendwo anders zu tun. Was war jetzt? Achso, wir müssen den, den Schmied aufsuchen. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wo das ist. Hier, Elsbeths Waffen und mehr. Guten Tag. Ich würde gerne Waffen oder Rüstung. Rüstung, was haben die für Rüstung? Nur Schrott. Sehr gut. Muss ich mich damit schon mal nicht befassen. Okay. Ja, leider nur die Standard. Aber ich wette, da gibt es noch irgendwann verbesserte. Sowas wie gesegneter Slith-Spear oder ein schwerer Slith-Spear oder Slith-Piken oder sowas. Da wird es wahrscheinlich richtig krass. Momentan nicht überzeugt davon. Da müssen sie schon mehr tun. Eisenspeer, toll. Das war, glaube ich, eine unserer ersten Waffen. Oder was? Ein Steinspeer oder sowas, wo ich dann gemerkt habe, oh nein, das kann ich ja nicht mit Schildchen zusammentragen. War aber anfangs noch in Ordnung. Was ich gemerkt habe, komm, wegen den zwei weniger Schaden. Und mittlerweile laufen wir ja sogar mit, nicht mal mehr mit Speeren rum, sondern nur noch mit Schwertern. Weil magisch. Tja. Jede Menge. Wo müssen denn diese komischen, diese historischen Dingenskirchen hin oder her oder her oder hin? Ja, kurze Frage. Muss ich hier ein eigenes Boot kaufen? What are you making? What are you thinking about? Nee, komm. Nee. Wir nehmen nicht jeden Idioten mit. Ach nee, nicht den Nanse. Geh weg. So, ich möchte ein Boot kaufen. Arr, now you're free to sail the high seas. Onto the water you go. Arr. He hands you the deeds to one of the boats on the docks to the south. You can now board it. Ja, danke. Jetzt kann ich endlich auf hohe See hinaus. Das wollte ich ja immer schon. Ist er derjenige, der uns nicht angesprochen hat, weil wir nicht, weiß ich nicht. Wir sind Penner, so? You see a man in flowing robes. I know one very powerful spell. Normally I would charge a great fee for the teaching of it. However, I sense that you are strong and capable of great things. Thus, I will teach you for free in the hope that my assistance can help change the world. Sauber! Er kennt einen mächtigen Zauberspruch. Normal würde er dafür eine ganze Menge Kohle verlangen für die Lehre, aber
In mir spürt er einfach, dass ich stark bin und fähig, ja, zu großen Dingen befähigt. Deswegen wird er mich umsonst unterrichten, auf dass seine Hilfe hilft, die Welt zu retten. What would you teach me that special spell? Okay. Oh, Call Beast Level 3, okay. You concentrate and try to memorize it. Ja, von mir aus. Bin mal gespannt, was für ein Vieh ich damit jetzt spielen kann. Und hier der im Schatten, ne? Der im Schatten sitzende, der Asp. Das ist ein ganz krasser. So ein Lappen, oder? Okay, wir haben ein Bötchen. Das heißt, wir können davon schwimmen. Mit dem Boot. Schwimmen im Boot? Weiß ich gar nicht. Eigentlich nicht. Und was ist das hier eigentlich? Achso, das ist nur die Mauer. Ja, ist quasi von Mauer umgeben, aber das kann ich mir wahrscheinlich sparen, oder? Achso, das ist nicht mein Boot. Ein ganz spezielles Boot ist meins. Nee, nee. Wir tauchen drunter hindurch. Sauber, unser nächstes Bötchen. Ja, wir tauchen drunter hinweg. Ich meine hier. Ja, Stromschnellen haben wir schon erfahren, wie toll das hier alles aussieht. Nee, das war so nicht geplant. Hallo. Ja. So, jetzt haben wir unser ganz eigenes Bötchen. Und da ist eine Insel. Mit zwei Bergen, oder wie ist das hier? Das sieht verkokelt aus. You find a large pile of rubble here. Not all of it is boring, worthless rock. At the base of the heap is a large, flawless quartz crystal. Take it. Ja, sauber. Kaum kauft man sich hier was, schon bekommt man. Das ist bestimmt so ein Mind Crystal. Automap, Inventory. Komm, erzähl mir nichts. Das ist bestimmt. Aber Quarz ist neu. Moment mal, das ist ein spezieller Gegenstand, oder? Ja, klar. Nur wo? Ich sehe es nicht. Crystal? This is a long, beautiful shard of quartz crystal. Okay. Ein Splitter eines Quarzkristalles. Ja, ich glaube mal, das war gut. Ja, ich sammle einfach mal, ne? Ich sammle gerne Dinge, von denen ich keine Ahnung habe, was sie bringen. So, Karte. Lass mich raten. Gibt's hier irgendwas versteckt? Nein. Ja, hier waren wir auch schon. Da ist Silvar. Row the boat under the bridge. Und hier müssen wir natürlich schauen, ob man hier an Land gehen kann, ob es hier was gibt. Es kann ja sein, dass wieder so ein Ereignis stattfindet. Oh. In die Stadt gesegelt. Es hat nie stattgefunden. Nee, nee, lassen wir mal sein. Hier wollen wir nämlich hin. Ja. Okay. Oh. There is a human woman and a group of goblins hidden back here. A strange combination. They saw you coming and are prepared to defend themselves. They don't seem to want to fight you, though. Ja, ist schon zu spät. Eine Frau und eine Gruppe Goblins. Seltsame Kombination. Ja, verteidigen sich. Sie wollen mich nicht bekämpfen. Das ist mir egal. Aha, so wie der Evil Wizard eben. Ach, guck mal, da ist sie. Aber nee, da kann ich keinen Rücksicht drauf nehmen. Der Zauber von den Turbo, was ich hier mittlerweile einen komischen Zeugzauber. Auch stärkere Geschwindigkeit für die andere Kollegin. Sperre ist bläst. Was hat er gemacht? Sie. Die Hexe zaubert Haste, also Geschwindigkeit. Hast. Ist das alles? Was machen wir denn da? Smite. A, B, C, D. Bunker ist noch Level 14. Alles klar.
Können wir direkt wieder darüber segeln. Da gibt es auch bestimmt was zum Aufleveln. Ach ja, Beast. Call Beast Stufe 3. Was ist denn das? Ein Gremlin. Das sind auch so miese Scheißviecher, die mich ständig hier vergiften. So ein bisschen wie die Imps, nur weniger Angriff und mehr Flüche und sowas, glaube ich. Den lassen wir links liegen. Wir hauen einfach die Frau. Reicht nicht. Das da, genau. Oh, bitte nicht. Wenn ich das jetzt schon sehe, kriege ich kalte Kotzen. Diese Animation, die man gerade gesehen hat, ist. Was ist das? Was ist das? Genau, Gremlin Fires Shimmering Ray. Oh Gott, das weiß ich noch. Das hätten sie echt nicht machen dürfen. Später kämpft man gegen etliche von diesen Gremlins. Und dieses das darf man sich dann 100 Mal anhören, bis man wieder dran ist. Unendlich nervige Scheiße. Und weil die, glaube ich, so viel Decks haben, diese Kackviecher, weil man sie schlecht trifft und immer davon fliegen und man hinterher latschen darf und gelähmt ist oder verlangsamt ist, muss man ständig wieder sich dieses Kackgeräusch anhören. Ich weiß nicht, was das macht. Vielleicht verlangsamen oder sowas, ich habe keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Reicht. Vielleicht noch eins? Ach krass, ich kann Oger zaubern. Okay. Ja, hab ich. Hab ich die Oma. Tschüss. Was ist das denn? Oh, ein Dress. Dressing. Ja, das muss ich anders nehmen. Achso, das sind Toadstools. Ja, ein Rubin. Nehme ich mit. Stein, Eisen und Healing. Okay. Der Rest ist natürlich Schrott. Aber ich würde sagen, wir lassen sie mal Toadstools mitnehmen. Und natürlich das Dress. Das ist sauschwer. Aber muss sein. Weil sie nämlich doch auf der Grafik auch dieses Kleidchen trägt. Deswegen wird sie das jetzt nämlich auch anziehen. Ob sie will oder nicht. Victory is yours. Ja, ach nee. You explore the area looking for loot. You don't find anything but a bunch of tools and a tunnel. The creatures were digging. It looks like you interrupted the construction of a dungeon. Nothing else here for you. Ach, die wollen ihr ein eigenes Dungeon aufbauen. Das ist ja verrückt. Ansonsten gibt's hier nichts zu finden. Keine Beute, kein gar nichts, nur ein bisschen Werkzeug und sonstiger Schrott. Naja, wir haben zumindest aufgelevelt. Haben wir doch mal verhindert, oder? Ja, war Böses im Busch. Alles klar. Ja, wir können aufleveln. Gleich mal gucken. Ja, was ist das? Ach, vier so Penner dürfen wir kaputt schlagen, von mir aus. Kommt schon. Nichts Besseres zu bieten? Ja, weiß ich nicht. 19 und reicht schon, die sind dead. Sag mal, hörst du auf, jetzt zu hauen? Und ich hau zurück. Ich hau echt zu, Junge. Komm, hier. Ach, guck mal, sogar diese untoten Viecher da. Komm, hauen einfach weg. So. Wieso treffe ich die denn nicht? Bin ich irgendwie dumm oder was? Sperra. Okay, das war's. Steinwaffen, ja. Gut, sammel du mal den Müll ein. Das gibt ein bisschen was. So ab 30 interessiert es mich halbwegs. Der Rest kann weg. Ich kann doch die ganze Fuhre mitnehmen. Geh eh gleich in die Stadt. Danke. Ade. Genau. Hä? Wie? Ach, ist eine andere Stadt. Ach ja, klar. Ja. Das war mit den heißen Quellen. Hier können wir dann trainieren. Wer konnte nochmal... Nein, nicht springen. Tu es nicht. Wer konnte nochmal aufleveln? Bunker, genau. Okay. Noch mehr Stärke. Ja, wäre eine Möglichkeit. Was ist die Alternative? Achso, Glück hatten wir gesagt, ne? Kostet auch nichts, aber kostet arschvoll Punkte.
Glück ist ja die Abwehr. Machen oder nicht machen? Ja, geht alles hoch. Resist, Willpower, Magic Resist. Das letzte Mal gemacht. Jetzt möchte ich mal wieder, kraftvoll zubeißen können. Stärke. Ja. Weil der haut nämlich alles zu Brei. Da sollte irgendwann mal die 10 erscheinen. Das finde ich super. So, und die zwei haben wir gesagt, na, die dauert noch einen Moment. Es zieht sich mittlerweile schon so ein bisschen, obwohl ich relativ häufig kämpfe, aber es reicht halt nicht. Achso, das war. Ach, deswegen kam mir das so bekannt vor. Die heißt nämlich auch Anastasia. Jetzt habe ich fast das Falsche gesagt. Anastasia heißt sie. Genau wie die Bösewicht. Das müssen. Na gut. Dass Leute auch mal den gleichen Namen haben, das kommt schon mal vor in der Welt, habe ich gehört. Genau, das war es mit der Schwester. Deswegen auch diese Story. Ja. Und die andere, die Yen oder wie die hieß? Oder so? Oder. Da mir fällt keine andere Währung ein, um hier einen Gag draus zu bauen. Ich kenne nämlich keine andere Währung, außer der Deutschmark. So, das können wir auch verkaufen. Ich verhauen. Kleid müssen wir gleich mal anziehen. Dann können wir die Robbe weghauen. Verkloppen könnte man fast schon sagen. Reicht. Mein Gott, so viel Müll haben wir. Ich sehe schon. Irgendwann fluche ich wieder. Oh, ich habe nie Platz. Schwerer Müll. Aber hat jetzt hier einen komischen Kittel. Das ist echt schlecht. 1 bis 1 oder 1 bis 3. Ich komm, wer schön sei, wer muss leiden. So ein schönes Kleid. Vielleicht finden wir das noch schöner. Aber wieso ist das nicht. Ist das nicht verhext? Beziehungsweise anders. Wieso ist das nicht magisch sozusagen? Das wäre doch so schön. So eine magische Robe, so ein magisches Kleidchen. Plus eins auf was weiß ich was. Hier Charming zum Beispiel. Gibt einen Bonus auf Charming oder sowas, um andere zu betören. Oder andersrum. Man kann nicht be betört werden, weil man selber die hübscheste im ganzen Land ist oder so. Irgendwie, was weiß ich. Halt. Ich glaube, die andere Seite, da ist nichts, ne? Da ist zu. Vielleicht kommt aber ein Text. Mal gucken. Weiter. Ja. Okay. Sieht zu aus. Dann lassen wir das mal. Dämlicher Idiot. Nein. Ja, ich hab's begriffen. Ja, die sind ganz, ganz bisschen verseucht. Kommt schon mal vor im Leben. Row the boat under the bridge. Oder sollen wir hier aussteigen? Haben wir denn eigentlich ein Ziel im Leben? Eigentlich schon. Wir wollen doch die Gefangenenbefreiung. Was mache ich denn? Ey, kaum kriege ich ein Boot in die Hände, schon ist da kein Halten mehr. Ach nee, ist ein dummer Schleim. Ja, der muss auch weg. Auch Schleim muss vernichtet werden. Hier, wir sind's. 4. Geht ja noch. Okay. Und ihr wollt ein paar aufs Maul. Habe ich das richtig verstanden? Ich muss mich aber erstmal mit einem Schild eindecken. Das bringt. Ah, jetzt hat die Seuche hier. Okay. Hab's begriffen. Du bist krass. Ich habe immer noch keine Stufe 3er Heilung, oder? Priest. Curing Stufe 2. Nee. Säure kriege ich leider nicht weg. Das ist nicht so gut, aber ist halt einfach, wie es ist. Komm, wir verlangsamen die mal. ABCD. Und Feuer. Slowed. Alle verlangsamt. Sehr gut. So, wir sind dran. Jetzt können wir zuhauen. Kraftvoll. Nee, nicht laufen. Hauen. Hauen. So, was macht die? Mit, würde ich sagen, oder? So. Und fängt mal an mit. Ja, mithauen. Schild kriegt's auch, falls sich das viel wehrt. So, verlangsamt sind sie. Es ist ein Schleim. Bringt da. Ach komm, vier beschwören. Was ist das? Alter Latz, das ist aber ganz schön unangenehm.
Das haut ja richtig rein. 21 Schaden durch die Säure. Bestimmt auch, weil die so wenig Ausdauer hat, ne? Endurance. Das bringt halt dann leider viel Schmerz mit sich. Sehr gut. So, die muss man ganz schnell sich selbst heilen. Ach, ob dann ein Curing Potion vielleicht das. Verdammt, haben wir verkauft, ne? Übergeben können sie das auch. Healing, Energy. Haben wir da irgendwas? Energy. Wir hatten mal die komischen Curing Potion, aber die habe ich vertickt, weil ich dachte, das bringt doch nichts. Shit. Und die ganzen Zaubertränke, das ist bestimmt auch alles nur. Ja, Angriffszeug, Spray Acid. Können wir mal zurückessen? Na gut. Was war da jetzt? Ach so, verlangsamen, ne? Dass wir öfter dran sind. Ja. 5 Punkte. Mist. Ich leider ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Schön. Was ist das eigentlich, was wir da haben? Nefar Warrior, okay. Ja, einfach nur dich selber heilen. Mehr machst du gar nicht. Boah, auf einen Schlag ist das Ding voll. Nicht schlecht. Keine Ahnung. Feuer? Hier, mach den mal platt. Junge, haut das Zeug rein. Verdammt. Komm, einfach heilen. Wirkt zwar schon nicht mehr so krass, aber mein Gott. Soviel zum Thema. 13 und das 4 und 9. Ja, ich habe einfach nicht die Top-Werte. Der kann aber ganz schön zuhauen hier, der komische Nefar Warrior. Wenn etwas keine Rüstung hat, ich glaube, das haut ganz gut rein. Ja, einfach nur gegenhalten, mehr nicht. Mehr ist nicht. Den hast du schon verrissen. Na. So ist fein. Es gibt nichts. So. Heilung. Und da ist es schon vorbei. Passé. Halt, kannst du mal gucken? Was ist denn das hier? Ja, okay, das ist wahrscheinlich auch wieder. Man sieht es hier, ist abgeschnitten. Das ist wahrscheinlich alles so ein Spezialbereich hier. Schauen. Ja, was ist das wohl? Haben wir das schon? Nee. Hier geht man an Land. Was ist hier für ein Bäumchen? Ach, da waren wir schon. Ja, da sind wir oben gewesen. War das hier mit der komischen Quelle? Nee, die war im Norden irgendwo, meine ich. Und hier war ich auch schon überall. Aber das hier ist neu. Ist irgendwer. Ihr wohnt. Ah. The tunnel here has long lines of runes engraved on the floor and walls. You try to keep going, but find some sort of invisible wall keeps pushing you back. Ja, gibt es irgendwelche Runen sind ja am Tunnel entlang auf angebracht oder eingraviert auf dem Boden dort in den Wänden. Und die drückt mich zurück. Ich komme nicht durch. Eine unsichtbare Wand. To block a passage this wide in this way must have taken an incredible amount of magical skill. Whatever lies beyond here, he, she or it has great power. Ja, da etwa eine Wand von dieser Größe zu erzeugen, erfordert eine unglaubliche Menge magischer Fertigkeit. To keep going, though, you will need to find some sort of alternate route. Ach so, alternative Route, dann komme ich hier durch. Okay. Schon gefunden. Also hier komme ich nicht durch, muss ich von oben also. Ja, okay. Von oben ran. You find a small hut with edible mushrooms growing around it. Perhaps some sort of hermit lives here. Knock the door. Okay. Essbare Pilze wachsen um eine kleine Hütte herum. Hier wohnt wahrscheinlich ein Einsiedler. Wir klopfen. There is a lone man living here, made tough and taciturn. Taciturn. Wow.
by taciturn or taciturn by the hardship and of living out here. His skin is heavily wrinkled and pure pale white. Ja, alter Mann, einsamer Mann lebt hier, der vom Leben gezeichnet, hart, verrunzelt und komplett weiß ist er. Aha. He gives you mushroom soup and liquency and asks of goings on, auch hier wieder, goings on sowie passersby outside the honeycomb. Ah, stimmt, das haben wir auch noch gehabt, wo der anscheinend auch noch ein Drache wohnt. He seems unsurprised by your tales of violence and carnage. Er kennt ja schon, dass es hier krass abgeht, das ist ja der Standard hier unten. Er gibt mir Pilzsuppe und Flechtentee. Und er erkundet sich so alles. Ach, das ist hier, ist das hier der Honeycomb oder was? Das ist wohl diese Honigwabe. Da muss hier doch irgendwo der komische Drachenhausen. Eventually, you get up to leave. As you do, he offers to sell your brooch. Oh, we found in the tunnels. Only 300 gold. Die sammeln wir ja, die Viecher. Für 300 bietet er mir das an, bevor ich gehe. Ich kauf's. You pay the ermit and find that it's not so much a brooch as a necklace. It's made of tarnished copper. Not impressive. Disappointed, you leave. Item lore identifies some items in your inventory. Hoffentlich ist es nicht verflucht, sonst müssen wir zurückkommen und die Hütte abfackeln. Wir bezahlen die 300 und sind enttäuscht. Es ist weniger eine Brosche als wie eine Halskette von angelaufenem oder mattem Kupfer. Nicht beeindruckend. Niemals nach dem Dings, nach dem das Buch nie nach dem Einband beurteilen. So rum. Und wer hat es? Basic Charm. This is a necklace. It weighs blah. This item provides magical protection from acid. Aha. Basisch. Nicht basic im Sinne von, ja, es ist billiger Shit, sondern das ist quasi das Gegenteil von Säure. Nee, basic? Meint Base? Wie ist denn das nochmal mit dem pH-Wert? Gift ist Säure und basisch ist dann dieses, nee, alkalisch ist dann Basis auf dem einen Ende, oder? Niedriger pH-Wert und hoher pH-Wert ist Säure, also quasi über 8. 7 oder 8 ist die Mitte. Positiv, also höhere Werte sind Säure, also giftig oder so. Sauer und niedriges alkalisch. Und das ist dann eine Base. Deswegen Basic Charm, richtig? This charm was meant to be worn around your neck, where it can have a magical effect upon you. Also machen wir das doch. Frage. Haut das dann den Ring weg? Nein. Ja, geil. Vorbei ist es mit der Säure. Säurerei, könnte man auch sagen. Okay. Ich habe das Gefühl, ich muss einen Meter weiter nach Westen. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme. Wir zaubern mal. Ich kann auf dem Boden laufen. Fast schon lächerlich. Mit dem Farsight, mit dem allsehenden Auge. You find deep furrows in the tunnel floor here. A very large creature with claws has been here. You also find a few large dried out lizard scales. Oh oh. Ja. Alles deutet darauf hin, etwas Großes mit Schuppen und üblen Klauen läuft hier rum. Was das wohl sein mag? Vielleicht ein Drake? Vor Drakes haben wir keine Angst. Ja, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ach, ist aber was Magisches. Es könnte auch der Drachen sein. Und vielleicht ist der nicht lieb. Wenn er nicht lieb ist, ist er böse. Und dann, tja, gute Nacht. Warum stehen hier Statuen? Medusa ist ja auch eine Schlang, oder? You are at the entrance to a huge gallery. The path is flanked by many statues, some of humans, some of Slith, some of strange alien creatures you've never seen before. You can hear long, slow, sibilant hisses coming from further inside. The air here is even warmer and ranker than the air outside. Also hier ist ganz schön heiß in der Hütte und alles ist skizziert, der Gang ist skizziert, eine Galerie von Steinstatuen aller Couleur, von Menschen, Slith und einer seltsamen außerirdischen oder fremden
Kreatur, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Okay. Moment mal. Priesterzauber. Wo habe ich was gelesen von Stein, verwandeln in Stein oder sowas? Irgendwo habe ich das doch gelesen. Was war das? Safe Travel? Nee. Da war doch was mit. Ist das Curing gewesen? Nee. Aber ich hab das nicht. Das macht's unangenehm. Oder kann ich Leute in Stein verwandeln? Nee, ne? Summon Aid. Irgendwo habe ich mal was gelesen von wegen in Stein verwandeln. Was war das noch? Dispelberry ist Quatsch. Summon Aid. Creatures? Nee. Irgendwas war mit. Verdammt! Shield? Arcane Shield? Ich habe keinen Bock, in Stein zu verwandeln, verwandelt zu werden. Das meine ich damit. Oder war das ein Trank oder sowas? Der verhindert, dass ich. Ach, das kann sein. So ein Zaubertrank vielleicht. Restore Protection? Nee, Schaden? Heroic Brew. Der Imbiber. Der Justin oder was? Greymold. Verdammt, da war doch irgendwas mit. Das ist aber ungünstig. The corridor is blocked here by a gigantic wall. It's sheer marble, 30 feet high, studded with all sorts of rusty spikes and ominous-looking runes. This wall is a sure sign that whoever lives here doesn't want to be bothered. You have to find a way around it. Okay. Eine riesige Wand türmt sich hier auf, mit Runen versehen. Sonstigen Malereien, Zeichnereien, wie auch immer. Ach, Atrons Lair. Hier ist der Drache. Der keinen Bock auf uns hat, offensichtlich. Okay. Sollen wir beim Drachen Hallo sagen? Oh. Drake. Eins, zwei, drei. Nee, nee. Das Vieh zaubert was? Nochmal? Feuer der Eisbälle. Wir machen uns mal krass. Einfach draufhauen, oder? Noch ein Feld weiter? Ja. Wir zaubern auf S den Turbo. Tja, mehr kann ich nicht machen. Nee, 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 nee. Gibt's denn irgendeinen Schutzzauber oder was in der Richtung? Nee, ich kann viel zaubern, nützt aber alles nichts. Nee, passt. So, jetzt ran da. Okay, das heißt, sie hat Feuer, sein Eis macht immer nur einmal Aua. Ja, 27. Aber wie ich den verhauen kann, bevor er überhaupt Haste beginnt, ne? Das ist schon verrückt. Ja, komm, Schild vielleicht auf einen von denen. Ist auch ein magischer Schild, von daher. Perfekt. Oh, dumme Mäuschen. Höhlenratte, perfekt. Kann uns gestohlen bleiben. Schlecht. Als drauf. Lang macht das nicht mehr. Zack. Ist auch ein magischer Schild, deswegen wird's gemacht. Achso, Haste auf die Viecher, die es beschworen hat. Du bist so dumm, du Ding. Gleich ist der nächste. Halt, das gibt ja einen Erfahrungspunkt. Das will ich jetzt wissen. Info, zack. Gut, wir brauchen eine schicke Zahl. Ah, alles Kackzahlen.
Was ist eine schöne Zahl hier von mir aus? 29. Bunker, 429. 429. Sehr gut. 429. 421, also 1 und 11, oder? Ja. 11 Punkte, okay. Könnte auch noch schlechter sein. Zweimal auf ein Mäuschen einhauen, okay. Nun gut. Heilung, bitte. Nee, reicht. Passt schon. Nee, das spare ich mir, oder? Vielleicht kommt da noch mehr von denen. Ja, da geht's gerade weiter. Okidoki. Ja. So, was machen wir noch? Schild auffrischen. Und hier irgendwie nix. Passt. So, wir stürmen voran. Und wenn mehrere davon kommen. Ah, lauter Skelette, perfekt. Da sind wir dafür gemacht, so. So, aber warte mal, jetzt sehe. Vielleicht erstmal einen Weg durchbohren. Wie viel kann ich? Fünf. Also A, B, C, D und E. So, dann nervt er schon mal nicht mehr. Okay, was haben wir alles? Sehr gut. Das vier ist auch noch. Macht aber nichts. Sie muss auf jeden Fall richtig schön drauf hacken. Er macht das auch. Ja. Komm, wir übernehmen mal das Kaputthauen. Ach ja, Einschläfern. Einschläfern des Drachen Drakes falls asleep. Perfekt. Ja, die haut richtig zu. Er auch. Können wir die beide entfernen? Ja. Die nerven ja nur. So, und wir halten das Vieh weiter gebunden. Falls asleep. Perfekt. Okay. Wenn es mehr werden, haben wir vielleicht ein Problem, aber so geht's. Ja, Drachen. Schlecht. Okay. Das ist nicht gut. Was machen wir da? Was machen wir da? Ja, das ist selbst der nächste. Ei, Karamba, das sind wohl mehrere, oder? Drake casts Fire Blast. Boah, das ist dieser krasse Zauber. Ei, Karamba, das ist mehr als einer. Ja, ich muss mich hier heilen. Was tun? Massenheilung? Ja. Mass Healing. Kann ich irgendjemanden hier angreifen mit, nee. Einschläfern, ja klar. Ja klar, ich lasse einen eingeschläfert. Greif. Nee, ich kann mit. Ich muss. Kann ich den erwischen? Nee, noch nicht. Okay. Müssen wir anders machen. Das heißt, den schläfe ich. Ah, nee, kann ich nicht. Der muss gegen den kämpfen. Wenn er überhaupt überlebt. Bitte nicht noch einen aufdecken. Rasiert nämlich Eis. Okay. Er bewegt sich. Das hätte ich erahnen können. Okay. Ja, Heilung. Erstmal Heilung für alle. Massenheilung. So. Der wird jetzt eingeschläfert. Und dann verdroschen. Sehr gut. Okay, die nerven. Wir warten mal ganz kurz ab und lassen hier die Zauberei wirken. Nämlich Repel
So, C und F. Das Problem ist, wenn ich jetzt einen Meter vorgehe, habe ich vielleicht ein Problem. Das lassen wir schön eingeschläfert. Funktioniert. Wenn ich jetzt einen Meter vorgehe und da kommt noch mehr. Ah, sehr gut. So, tok tok. Der macht es nicht mehr lang. Klopf, klopf. Ja, wir machen von hinten einfach immer wieder den Turbo drauf. Wieso ist er nicht schneller geworden? Less. Wieso ist er langsamer? Wieso hat er jetzt nicht den Turbo noch aktiviert? So stehe ich nicht ganz. Stimmt da nicht? Ey, das haut rein. Okay, danach direkt mal die Heilung aktivieren. Der muss aber sterben. Sehr gut. Okay. Okay. Heilung für alle. Sehr gut. Kann ich ihn von hier erreichen? Natürlich nicht. Aber jetzt sind wir mit am Start. Sauber! Ei, Karamba! Nee. Die Sau muss lahmgelegt werden. Und falls asleep. Perfekt. Er ist gleich weg vom Fenster. Als weiter, komm. Der darf sich hier nicht mehr melden. Wir müssen ihn vernichten. Sauber! Ja. Irgendwie, Wir heilen einfach mal. Sehr gut. Reicht? Auch gut. Gibt's irgendwas Feines? Nee. Okay. Mal Licht ins Dunkel bringen. Ich glaube, ich muss gleich nochmal raus und draußen ein Nickerchen machen. Ach, da ist sogar der Weg. Ja, verdammt. Geht gerade weiter. Die Hälfte an Mana haben wir noch. Vorpreschen. Als hätte ich es mir gedacht. Scheiße. Lass mal denn den Schild aktivieren. 15, 16, ja, war da, glaube ich, die richtige Entscheidung. Ich glaube schon. Wir geben ihr mal einen kleinen Boost und machen was. Heilung. Okay, was macht er? Sie, meine ich. Wir müssen auf jeden Fall. Nee, einfach vor. Das Beste, was wir machen können, ist einen ausschalten. Ein- und ausschalten. Hätte ich vielleicht zweimal draufhauen, sei ich dumm Kopf. Das war klar. Okay. Sonst geht's euch gut? Oder. Ne? Ja doch. Okay, was machen wir hier? Ich kann auch Level 3er Viecher beschwören. Oder ich kann selber. Bind Level 2. Ja, selbstverständlich. False asleep. Okay. Gut. Dann was? Ihm hier einen Geschwindigkeitsboost verpassen. Aufräumen, dass wir arbeiten können, oder? Nee. So. Die ist gepanzert, das klappt schon. Das ist wichtig. Das muss zack werden, das ganze Viehzeug. Weil ich schon gerne hier durch würde, wenn ich mal ehrlich bin. Haben wir denn irgendwie ein Zauberstäbchen? Inventory. Ah, Wand of Balls. Komm, warum nicht? Wie viele? Wie, nur einen? Ach, das ist ein... Ach, sowas ist das. Ja, nee, das ist ja Quatsch. Was ist denn jetzt schon wieder? Ach, da, die Sau lebt schon wieder. Balls. Also Feuer funktioniert, ne? Feuer macht doppelten Schaden. Was ist denn, wenn ich den
beschieße. Aber ich bin wieder dran. Okay. Schaden macht's halt, aber naja. So, wir sind dran. Wie wär's mit Aufräumen? Nee, nee. Schön einen einschläfern und hier draufhauen. Nicht gut, lass das. Es reicht noch nicht, da warte ich lieber noch ab. Und benutze einfach mal den Feuerdinger hier. Komm, hau weg, die Scheiße. Das war's, sehr gut. Gut, weiterhin den lähmen und draufhauen. Muss da irgendwie durch. So, einmal. Und dann ran. Die Buletten. So, zweimal können wir angreifen. Ich kann mich hier 6 Felder bewegen, das heißt zweimal kaputt schlagen. So. Reicht nicht ganz. Tja, der muss da unten weg, dass wir uns da hinstellen können. Beziehungsweise erstmal ein Schildchen auf ihn. Gut. Dann weiterhin ihn festhalten. Und jetzt könnten wir eigentlich loslegen. 3. Achso, ich habe keine Speed mehr. Das kriegen wir aber hin. Das hier erstmal weg. Super. Sind wir auch mit dabei? Was brauchten wir noch? Einen Kampfrausch. So, jetzt sind wir auch wieder doppelt dran. Perfekt. Okay, und bitte nicht bewegen. Alter, das fast 100 Punkte Schaden mit so einem über 100 Punkte Schaden mit so einem Doppelangriff. Das ist natürlich krass. Ist das überhaupt erlaubt? So, das kleine Vieh zauern wir. Hätte ich ihn mal weiterhin gebunden. Das ist echt nur eine Runde. Also einmal aussetzen quasi. Ja, das war nicht gut. Was ist das? Piek mich nicht oder ich piek dich. Mit der Axt. Sauber. So, 54 Schaden. Ich hab's dir gesagt. Ich hab dich gewarnt. Okay. Lass mich raten. Acid Balls, krass. Plus 20% Bonus to Hit. Bonus to Hit. Das sind 400 Goldmünzen wert, das habe ich noch nie gesehen. Vor allem Acid. Okay. Nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Aber war nur. Das ist eine Art von Geheimgang. Oder gab es da hinten noch mehr? Farsight. Nee. Ach, hier geht's wahrscheinlich dann in der Mitte weiter. Oh, 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 oh. Oder? Nee. Was ist das? Ist hier was Feines? Nee. Offenbar nicht. Aber da gab's ein. Ich bin doch die Gänge lang gelatscht. Ah, offenbar bin ich das doch nicht. Okay. Lass mich raten. Nein. Da komme ich so nicht hin. Das ist ja frech. Das ist die falsche Seite. Ja, werde ich beschossen? Noch nicht. Ach komm, ich kann mal ganz kurz, muss ich mal raus. Mit die Beine vertreten. Bisschen dümmlich, oh mein Gott. Kurz mal Heilung aktivieren. Ah, ist halt schwachsinnig. Ich könnte eigentlich auch mal kurz rasten. Machen wir das. Ist ja idiotisch mit diesem hin und her. Oh, aber nicht mehr so viel Zeit. Verdammt. Ach, guck mal, das ist die Oberseite. Aber da kommen wir nicht hin. Verstehe. Das heißt, quasi gegen den Uhrzeigersinn muss ich hier vorrücken. Okay. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Erstmal Panzerung aktivieren. Hallo? Die ist ausgetürmt. Bitte nicht zu den anderen gehen, wenn da noch mehr sind.
Okay. Wir heilen erstmal. Heilen wir den hoch? Ne, direkt ein Bonus. Oder? Komm, 55 Trefferpunkte. Da muss man jetzt nicht knauserig werden. Was könnten wir denn. Farsight. Okay. Gut gespielt. Löwe, oder was? Nö, reicht auch. Nicht gut. Ist er festgetackert? Wieso ist er nicht mehr dran? Ich würde ganz gerne mal wieder. Danke. Ah, perfekt. Ja, und es ist zum Glück auch nur. Ach, wir haben gar keinen Turbo aktiv. Warum? Lassen Sie das mal kurz sein. Ich bin dran. Langsam könnten wir ihn ja eigentlich auch. So gesehen. Ah, jetzt. Langsamen bringt das vielleicht was? Vielleicht hält das länger an. Drake slowed. Ja, warten. Man sieht halt nicht, was er jetzt als nächstes macht. Komm, ich halte ihn aber fest. Wieso? Der Turbo ist schon wieder weg. Warum das denn? Okay. Es sollten. Okay. Wieso war denn jetzt der Turbo weg? Da bin ich ganz begriffen. Ich gehe einfach mal dem. Ich folge mal dem Gang. Achtung. Ich würde da schon gern ran. Ich warte aber trotzdem mal hier. Aber da muss ich von zwei Seiten ran. Verdammt! Miststück. Komm, einfach. Oh, falscher Charakter. Mist. Achso, ich kann ihm vorbeilaufen. Nicht gut. Kurz mal warten. Und Heilung. Okay. Kann ich irgendwas machen? Ich komme da leider nicht ran. Muss warten. Seid nicht zwei. Hervorragend. Kann ich jetzt dran vorbei? Nee. Dann Geschwindigkeit auf. Ja, weiß ich nicht. Die sind alle schnell. Okay. Reicht gerade so. Kann ich irgendwas machen? Ja, aber ich kann es auch lassen. Jeden Fall langsamen. Smite. Nee, bringt alles nichts. Höchstens Heilung, aber das ist ja auch irgendwie. Ach ja, der Turbo ist wieder weg. Das kann ich mal machen. Auf sie. Sie ist die wichtigste momentan im Kampf gegen die Drachenviecher. Dann machen wir auf ihn einfach mal den Turbo. Denn dem geht's noch gut. Wir halten mal Abstand. Na komm, Heilung. Genau. Andererseits, so ein Feueratem findet er bestimmt echt scheiße. Ja, 36. Was haben wir denn für Gegenstände? Komm, die haut einfach mit dem Feuerball rein. Und gleich zweimal, das ist ja schon mal weg. Oder soll ich ihn verkaufen? Ist er jetzt mehr oder weniger wert? Weil er nur noch eine Ladung hat? Weiß ich nicht. Komm. Nicht so doll beißen, bitte. Heilung für Sperrer. Und ich würde sagen, einfach mal Feuer, komm. Wow. Halt, stopp. Healing. Achso, nee. Nix. Energy Elixir, Haste, Healing Elixir. Okay, wie bringt Heilung? Von 0 auf? 20? Okay. Machen wir da mal 40 draus, oder? Ja, mach mal. Das ist nicht so viel. Ah, Glück gehabt.
Ein Glück. Okay. Ja. Ein Glück. Ja, du musst dich mal heilen, das geht so nicht. Ich würde trotzdem sagen, wir gehen hier einfach mal den Gang weiter und schauen mal um, was hier ist, uns mal um. Ja, man sieht nicht so viel. Oder ist da überhaupt irgendwas? Ich weiß es nicht. Schwesis nicht. So, mal schnell hinterher. Okay. Das war nicht der richtige Weg. Dieser Weg führt auch nirgendwo hin. Ja, die hauen ganz schön rein, die Viecher. Muss ich mal zugeben. Und das war gerade schweineknapp. Das bitte nicht nochmal in der Form. Aber dass sie nur 20 heilen, diese komischen Heiltränke, das ist auch nicht gut. Okay, ist der oben oder unten? Er ist oben. Shit. Gut. Wurde jetzt verlangsamt? Weiß ich gar nicht. So, Schild ist aktiv. Ja, sie muss vor. Hat sich direkt mal einen Bonus. Okay. Das war schlecht. Jetzt muss ich mir erstmal hier durchboxen. Och, nervig. Das geht so natürlich nicht. So, Turbo ist aktiv. Was sind das denn? Was hat er gezaubert? Was hat er hergeholt? Nur Höhlenratten, na immerhin. Höhlenratten. Tja. Mehr kann ich nicht machen, oder? Ah, doch, der. Sie ist irgendwie immer verlangsamt. Das hört mir auf. Okay, aufräumen muss ich. Oder ich boxe mich da durch. Nee, komm, machen wir das. A, B, C. Das kann ich mir schenken. E, F. Okay, dann doch D. Feuer. Okay. Nicht ganz so gut. Wir warten erstmal. Ah, oh, es muss sie. Es muss sie das regeln. Wusch, wusch. Smite vielleicht? Nee, wir erreichen niemanden. Wir warten mal. Okay. Jetzt ist gleich nochmal. Eis, B, C, D und E. Reicht natürlich wieder nicht. Warten. Jetzt Smite. A, B, C, D. Jawohl, der Weg ist frei. Jetzt kann ich da nicht vorbei. Okay. Das, ich hätte schießen sollen. Ja, lass das mal sein. Das ist nämlich nicht gut. Halt mal, ich bin doch völlig verblödet. Wieso mache ich denn nicht einfach hier einen auf. Zack. Ich komme zwar nicht ran. Ja, ich mache mal Platz. Wir warten. Kann ich die noch erreichen da hinten ums Eck? Ja, sehr gut. Und wir machen einfach auch mit. So. Jetzt marschiert. Eher nicht so weit. Okay. Reicht. Solange sie. Hier ist ja auch zu. Was geht jetzt ab? Ist das, muss das so? Wahrscheinlich schon. Irgendwas mit Feuer haben wir nicht, ne? Wir haben gar keine. Ah, anstrengend. Wie wäre es, wenn ich ihr einen Punkt gebe in. Ach nee, das ist ein Stufe 2er Zauber oder ist das ein Stufe 1er? Halt. Mage Spell. Bind Foe. Stufe 2. Was würde es denn kosten? Ja, wahrscheinlich 10, ne? 5 und nochmal. Könnte ich einen Feind festhalten? Oder Viecher holen? Stufe 1 und dann müssen wir wieder nach Dings da zurück und könnten dann auch hier Stufe 3. Ist gar nicht so schlecht, die Idee. 2 Punkte. Wir kriegen was dazu. Das heißt 5 und wahrscheinlich nochmal 5. Also die Stufe 2 Magierzauber ist auf jeden Fall machbar. Na gut. Das kann man sich mal überlegen, ja. So, ach komm, Heilung für alle. Und bitte einfach ihn immer festgetackert halten. So ist fein. Nichts tun.
Also fleißig auf das Vieh einhacken. Hervorragend. So. Das war's. Wie, das war's? Nein! Weg hier! Okay, werden beschossen, aber kommen da nicht hoch. Das war so nicht gedacht. Da kommen wir nicht hoch. Hier ist zu. Da drüben führt... Sag mal. Okay. Gibt's was wie Levitation? Ach, der Orb. Ich brauche den Orb zum Fliegen. Ja, ich komme hier nicht hoch. Hier ist eine, ist ein Weg gewesen, wo ich nicht hochkomme, eine Mauer. Werde ich beschossen, wenn ich das versuche. Auf der Seite ist gleich ein Grün. Heißt, ich muss hier in der Mitte hochfliegen. Und dafür brauche ich den Orb, den ich nicht habe. Ah, ja. Aber ganz schön interessant. Kann man sich ja mal merken. Heißt, wir sind noch nicht bereit, uns darum zu kümmern. Okay. Also, heißt das... Was? Können wir aufleveln? Kann sie aufsteigen? Nee, was fehlt da noch? Ja, wieder so ein Hauch. Aber die Idee ist gar nicht mal schlecht. Giant Spiders, sehr schön. Eigentlich sehr nicht schön, aber in dem Fall gar nicht mal so schlecht. Ja, ja. Eins, zwei, cha-cha-cha. So. Ja, ja. Beschwör mal... Nanu? Achso, falscher Charakter. Schild, ja. Machen Sie mal mit. Komm, Vieh beschwören. So, was machen wir jetzt? Volle Möhre draufhauen, oder? A nicht. B, C, D, E, F und G. Ja, alle ein bisschen Schaden. Halt's drauf. Sehr gut. Ja, aber ja klar, dass mir wieder Nerven hier mit ihrer... dem Quatsch. So. Verdammt. Ich hatte eigentlich was gehofft, und zwar auf den Level-Up, dass Clara das... Ja, ein paar Kämpfe noch, dann haben wir es wahrscheinlich. So, erstmal panzern. Und komm, direkt. Kriegst du direkt was Feines. Und wurde sogar getroffen. Alles klar. Alles klärchen. Ganz kurz mal Heilung. Ah, ich habe so einen stinkenden Zaubermann. Hör mal auf zu zaubern, Mann. Ja, damit kennen wir uns jetzt mittlerweile aus. Und hier bitte auch mal Turbo aktivieren. Tja, was machen wir da? Eigentlich, komm, Schild noch. Ja, jetzt ist die Klerikerin momentan nur noch schmückendes Beiwerk. Stufe 3, jawohl, der Oger. Okay. Das wollte ich hören. Okay. Heißt... Ach, stimmt, der kann auch werfen. Dann Feuer. Hä? 92 Punkte Schaden. Alles klar. Gut, keine Ahnung, was es ist. Ich nehme es einfach mal alles mit. Ja, das natürlich nicht. Er kann wirklich alles nehmen. Es ist einfach... So ist er, der Bunker. Der krasse... Der Bunker... Der Knacker. Okay. Ja, gegen Drachen gekämpft oder Drakes für ihr. Ich mache gerade ein bisschen schneller, weil ich leider weg muss. Ja. Und zwar eigentlich in einer Minute. Egal. Like the look, bla bla bla. Ja, die Zeit nehmen wir uns. So. Also hektisch mag ich das normalerweise gar nicht. Aber haben wir doch... Shit, da warst du 50 dabei. Was war es? Steel Small Shield? Wieso kriegen wir jetzt auf einmal 50? Passiv irgendwie die
Dings erhöht, die Hackling, die Feilschenfertigkeit, Barter. Ich glaube nicht. Okay. Aber gut. Wo sind wir? Im richtigen Städtchen? Ja, ne? Genau. Können wir hier trainieren? Das ist wichtig. Nee. Das ist wichtig. Wo ist denn? Ach, in Silvan war das, ne? Oder fahren wir ganz kurz mal hin? Da bin ich. Nee, ich bin richtig. Ja. Nach Silvan müssen wir, weil ich muss trainieren. Es muss sein. Nee, wir lassen das Boot mal kurz hier. Nee, jetzt nicht. Okay. Folgendes. Erstmal aufleveln. Bevor ich das mich vergesse. So, Kelera, um die geht's, ne? 13. Ach, das gibt ja doch mehr. Im 8 zu bekommen. Also, es ist doch, wie man sich so vorstellt, am Anfang 5, dann wären es mal 6, 7, 8. Okay. Habe ich mir fast schon gedacht, dass es so ist. Ich hab nur nicht darauf geachtet. So, das wollten wir, ne? Da haben wir gesagt, wollten wir Stufe 2, jetzt Stufe 2 Zauber, dass Blind Foe und Call Beast, ne, möglich ist. Genau, jetzt sollen wir jetzt trainieren. Ja, was ist das hier? Sperrer. Ach so. Sperrer kann. Was war das? Was wollten wir? Ja, kann ich mich jetzt nicht darum kümmern. Leider, leider. Müssen wir das anders machen. Genau. Speichern. Genau. Leider, wie gesagt, jetzt mal ein bisschen schneller abbrechen. Aber die 2 Stunden haben wir wieder voll. Das ist doch mal ganz angenehm. So, wir hätten gerne was zu trinken. Ein großes Bier bitte. Here you go. It's some sort of beer made of fermented fungus. Ah, wieder fermentierter Pilz. Sehr lecker. Strangely, bizarrely, almost horrifyingly, it's good. Schmeckt gut, obwohl es eigentlich widerliches Zeug sein sollte. Egal. Also, wir haben Drachen getötet und auch sonst einiges gemacht. Haben viel erfahren über den Kristallschlüssel und so weiter. Wissen jetzt, oh, Bösewicht und so. Ne? Das ist die große Aufgabe. Wissen von neuen Teilen. Ja, das nächste Mal müssen wir dann die Nepharim da oben mal besuchen gehen. Denn die haben ja die Leute hier immer noch gefangen genommen. Die jedenfalls von Kotra, glaube ich, war es. Genau. Und werden dann mal schauen, ob wir denen nicht den Chaos machen, sie bestrafen. Ja, und ja, wahrscheinlich werde ich dann gelernt haben, die paar Zauberchen, so Anfangszauberchen für sie, weil sie hat ja momentan gar nichts hier. Aber haben wir gelernt, das ist gar nicht mehr so schlecht. Aber bitte, hallo? Ordentlich? Guck mal, sie will gar nicht. Was ist denn hier los? Die will nicht. Okay. So ist perfekt. Ja, dann lernen wir neue Sachen und dann geht's Richtung Seraphim. Also ich mache das mal so nebenher. Und dann ist sie das nächste Mal bereit mit so einfachen Zaubern, dass sie eben auch mal Leute festhalten kann oder auch mal, ne, diese Stufe 1 Viecher beschwören. Und dann kann man unten bei dem komischen Typ in Kotra, kann man sich dann das auf Stufe 3 beamen lassen und dann ist auch sie, weil sie ja Teil der Gruppe ist und der möchte ja helfen und dann hilft er auch ihr und dann kann sie auch mal krasse Viecher beschwören. Ne, sowas wie diese komischen Gremlins oder Oger oder sowas, das wird ganz witzig. Ja, beim nächsten Mal. Wenn es hier weitergeht bei Avernum. Ich danke fürs Zuschauen. Sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.